Tag 3 der Europameisterschaftsqualifikation, ein ganz, ganz wichtiger für die deutsche Nationalmannschaft der U18 Frauen. Mit Spanien stand ein schwerer Gegner gegenüber, der sich bis dato durch eine fantastische Blockfeldabwehr ausgezeichnet hatte. Und es sollte der harte Kampf werden, der sich im Vorfeld dieser Partie abgezeichnet hatte. Deutschland läuft im ersten Satz früh einem 4-Punkte-Rückstand hinterher, kann erst zur Crunch-Time bis auf einen Punkt heranziehen. Hinten raus langt es dann nicht mehr, den spanischen Satzerfolg zu verhindern. 24-26 aus deutscher Sicht. Der zweite Satz, ein absolutes Déjà-vu des ersten Satzes. Besonders ärgerlich aus deutscher Sicht, die Fehlerquote des deutschen Teams ist extrem hoch. 10 Eigenfehler im ersten Satz, 11 Eigenfehler im zweiten. Diese Fehler sind es, die vergessen machen, dass die deutschen Frauen mit fast 50% guter Annahmen und um die 40% Angriffseffizienz eigentlich keine schlechten Werte aufweisen. Auch dieser Satz endet mit einem 24-26 für Spanien. Der Start in den dritten Satz, der brachte den Turnaround. Deutschland zwar immer noch fehleranfällig, Spanien jetzt aber auch. Zudem brachten die Spanier nur noch jeden 10. Angriff durch. Das Team von Trainer Jens Tiedböll blockt sich aus dem Tief heraus. 4 von 11 Blockpunkten setzte das Team in diesem dritten Satz. Beim Blick auf die Aufschlagfehlerquote wurden jedem Zuschauer dennoch mulmig. Alleine 7 Aufschlagfehler leisteten sich die Deutschen in diesem Satz. Trotzdem reichte es zu einem 25-18 und somit dem 1-2 Anschluss. Und auch im vierten Satz gingen Kapitänin Pia Leveling und Mitspielerinnen aufs Ganze und holten sich ein solides 25-20. Der Tiebreak musste es also richten. Über ein 4-5 bis zum 10-9 alles ganz dicht beisammen. Erst dann konnte sich Deutschland absetzen. 12-10 und dann das erlösende 15-13, bei dem die 250 Zuschauer aus dem Häuschen waren. Eine tolle kämpferische Leistung, die hoffen lässt auf das Spiel am Sonntag, aber auch zeigt, dass mehr Konstanz her muss und, na klar, weniger als insgesamt 21 Aufschlagfehler, die sich die deutsche Equipe leistete. Am Sonntag geht es dann gegen Weißrussland, quasi das Finale um den Gruppensieg und die direkte Endrundenqualifikation. Die Red Dragons Belgien sorgten für kurzen Prozess über die norwegischen U19-Jungs. Zu 14-16 und zu 15 die Satzergebnisse. Für Belgien geht es am Sonntag gegen Deutschland und auch das wird das zweite große Finale an diesem Tag, da beide Teams bislang 2 3-0 Siege auf dem Tableau stehen haben. Zu guter Letzt schlug Weißrussland die Auswahl von Israel mit 3-0 und steht, ich hatte es eben schon erwähnt, morgen gegen Deutschland vor dem Spiel um den Gruppensieg. Hanna Klimetz auf Seiten der Weißrussin ein ums andere Mal gefährlich. Es wird die große Aufgabe von Team Deutschland sein, gegen sie am Sonntag eine Lösung zu entwickeln, sie nicht ins Spiel kommen zu lassen. Am Sonntag Spielbeginn bereits um 14 Uhr. Und wie gewohnt, alle Informationen unter euro2015.volleyball-online.com.